Nehmen wir an, du bekommst ein Gehalt und hast einen Kredit aufgenommen, um dir einen tollen Kühlschrank im Wert von 2000 Euro zu kaufen. Du hast den Kredit noch nicht vollständig zurückgezahlt und schuldest noch 1000 Euro. Nehmen wir an, dass dein Kühlschrank nicht mehr funktioniert und die Garantie nicht mehr gilt. Wenn er nicht zu reparieren ist, ist dein Kühlschrank nichts mehr wert. Ein herber Verlust für dich, umso mehr, da du deinen Kredit weiter abbezahlen musst. Da hast du leider Pech gehabt. Zum Glück hast du gerade genug gespart, um einen neuen Kühlschrank kaufen und den Kredit mit deinem Gehalt zurückzahlen zu können. Ja, zum Glück. Du kannst deinen Verlust mit deinem Geld decken. Du bist also zahlungsfähig, wie man sagt. Zahlungsfähig sein bedeutet, dass man seinen Verlust mit seinem Eigentum decken kann. Und heute glaubst du, dass du zahlungsfähig bist?